letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking, living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we were saving. Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Willkommen bei der Brennscheider Kornmühle. Die Brennscheider Kornmühle ist eine frühneuzeitliche Mühle und liegt im Namertal in der Gemeinde Nachod-Wipplingwerde an der Grenze zu Schalksmühle. Erstmals schriftlich erwähnt wurde die mit Wasserkraft betriebene Mühle 1593, wahrscheinlich wurde sie aber ein paar Jahre vorher erbaut. Die Mühle war eine landesherrliche Bannmühle in der Grafschaft Mark. Mit dem Wechsel der Herrschaft von den Herzögen von Kleve kam sie an Kurbrandenburg bzw. später an das Königreich Preußen. 800 Bauern hatten um 1700 herum ihr Korn in der Mühle mahlen lassen, aber aufgrund der schlechten landwirtschaftlichen Bedingungen der Umgebung blieb der Ertrag gering. Mit Wasserkraft wurde die Mühle betrieben. Dazu wurde oberhalb ein Bach aufgestaut, der zwei Mühlenräder in Bewegung setzte. Die Landesherren vergaben die Mühle an Pächter und im Laufe der Zeit wechselten oft die Pächterfamilien. 1765 ging die Mühle in Erbpacht an die Familie Brennscheid über. 1839 folgte der Übergang in den Privatbesitz. Johann Dietrich vom Hagen kaufte die Mühle und zu Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dort eine Bäckerei errichtet. 1952 wurde die Mühle geschlossen, da die Mühle immer weniger Ertrag abwarf. Anlage und Gebäude verfielen in den folgenden Jahren. Seit 1975 wurde die Kornmühle restauriert und ein neues Mühlenrad installiert. Aus einer nicht mehr im Betrieb befindlichen Bäckerei wurden die nötigen Anlagen übernommen und ebenfalls installiert. Seit 1984 wird wieder regelmäßig Brot in der Mühle gebacken. Die Brennscheider Kornmühle ist ein zweigeschossiger Bau mit Satteldach. Die beiden Mühlenräder befanden sich im älteren Teil aus Fachwerk. Ein zweiter später angebauter Teil aus Bruchstein diente als Bäckerei. Das eigentliche Backhaus mit Ofen wurde an der Giebelseite angebaut. Bedient wird dieser aus dem Inneren des Gebäudes. Die Brennscheider Kornmühle steht heute unter Denkmalschutz.